Mosesberg auf dem Sinai ist ein Pilgerort für Gläubige aus aller Welt. Auch wir wollen morgen den Sonnenaufgang auf dem Gipfel des Berges erleben. Eine anstrengende Nacht steht uns bevor, denn der Aufstieg kann 3 bis 4 Stunden dauern. Mit Taschenlampen ausgerüstet und bei wenigen Grad über Null beginnen wir um 1.30 Uhr den schwierigen und strapaziösen Fußmarsch. Das Filmen in der Nacht ist mit unserer Kameratechnik leider nicht möglich. Wir haben unser Ziel erreicht. Sonnenaufgang auf dem Mosesberg. Es ist windstill, aber bitterkalt. Langsam überfluten die wärmenden Sonnenstrahlen die karge Felsenlandschaft. Beeindruckende Momente. Die sich langsam über dem Horizont erhebende Sonne wird begrüßt von der kleinen Glocke der Gipfelkapelle. Langsam, aber stetig eröffnet sich ein atemberaubender Blick über das Sinai-Gebirge, dessen Felsenlandschaft in der Morgendämmerung zu glühen scheint. Auf dem Berggipfel findet man natürlich eine Reminiszenz an das Alte Testament, die Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit. Sie soll dort stehen, wo sich Gott in einer Feuerwolke offenbarte und Moses die 2 in Stein gehauenen Gesetzestafeln überreichte. Auch dem weniger gläubigen Pilger wird bewusst, dass es sich bei diesem Berg um einen ganz besonderen Ort handelt. Menschen, die den Mosesberg besteigen wollen, sind Gläubige aus allen Ländern der Welt, die sich, so betagt sie auch sein mögen, diesen Weg ein Leben lang gewünscht haben. Wer viele der älteren Pilger sieht, wie sie sich vor allem im letzten Drittel des Weges den Berg hochquälen, fragt sich, ob niemand diese Menschen vor der kolossalen Anstrengung gewarnt hat. Die Beduinen jedenfalls müssen regelmäßig mit ihren Kamelen geschwächte Menschen vom Berg holen. Was wir nachts beim Aufstieg nicht wahrnehmen konnten, beeindruckt uns jetzt beim Abstieg im besonderen Maße. Immer wieder eröffnen sich neue Ausblicke auf die imposante Gebirgswelt. Überall warten Beduinen mit ihren Kamelen, die Pilger im unteren Teil des Weges den Berg hoch und runter schaukeln. Das letzte Drittel bis zum Gipfel allerdings muss über steile Stufen mit eigener Kraft bezwungen werden. Respektvoll schauen wir auf den 2285 Meter hohen Mosesberg zurück. Zum Glück haben wir beim nächtlichen Aufstieg nicht gesehen, worauf wir uns einlassen. Beim vollen Anblick der Wegstrecke hätte uns vielleicht der Mut verlassen. Was geschah hier nach dem Auszug der Israeliten wirklich? Wo geschah was? Die Bibelforschung versucht, ohne absehbares Ende zu klären, wo die Ereignisse der Bibel wirklich stattfanden. Der faszinierende Gedanke, dass dieser Berg die Wiege von Weltreligionen darstellt, beeindruckt uns.